Sie werden Millionen von Katholiken in gravierende Irrtümer führen und meine Kirchen werden ihre Heiligkeit verlieren. Montag, 7. April 2014, 17.12 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, Prophezeiungen werden den Menschen von Gott nicht offenbart, um Sensationen zu schaffen. Sie werden gegeben, um die Menschheit auf ihre Zukunft in meinem Königreich vorzubereiten, damit sie vor möglichen Gefahren für ihre Seelen vorgewarnt sind. Jedes Eingreifen in euer Leben auf Befehl meines Vaters ist in eurem eigenen Interesse und im Interesse anderer Seelen. Meine Prophezeiungen, die dir, meine Tochter, gegeben werden, haben endgültig begonnen. Die Betrüger haben die Kontrolle übernommen, von innen her, und sie werden weiterhin die Welt täuschen und sie glauben lassen, dass eine neue Lehre, eine, wo Änderungen zu der bestehenden heiligen Lehre, die von Gott festgelegt wurde, gemacht worden sind, geändert werden kann, um sie dem Leben aller Menschen und allen Religionen anzupassen. Hütet euch vor dem Wort, ökumenisch, oder jeglichem Versuch, meine Kirche auf Erden zu nehmen und sie von ihrer Göttlichkeit zu entblößen. Wer die Liturgie verfälscht, ist kein echter Diener von mir, und dennoch, genau das ist es, was geschehen wird. Und was werden meine gottgeweihten Diener tun? Sie werden ihre Häupter beugen, ihre Arme erheben zum herrlichen Lob für die neue und falsche Lehre und all das leugnen, was ich der Welt gegeben habe. Ihre Liebe zu weltlichen Dingen, ihr Verlangen, bewundert zu werden, und ihre hochfliegenden Ambitionen werden sie ihrer Gelübde entkleiden. Sie werden zu Verrätern werden und mir den Rücken kehren. Sie werden Millionen von Katholiken in gravierende Irrtümer führen und meine Kirchen werden ihre Heiligkeit verlieren. Bald danach, während der Kern meiner Kirche entheiligt wird, werden sie alle anderen christlichen Glaubensrichtungen sammeln und neue ökumenische Sekten erfinden, die auf die öffentliche Erklärung, die die Existenz der Hölle leugnen wird, hinführen werden. Dann wird, wobei sie, rückwärts, arbeiten, in genau die entgegengesetzte Richtung zur Wahrheit, all den Gläubigen gesagt werden, dass Sünde im Auge des Betrachters liege und dass es aufgrund der Erbsünde unmöglich sei, sie zu vermeiden. Daher wird euch gesagt werden, sie sei nicht etwas, was zu fürchten sei. Die Sünde selbst wird neu definiert werden. Sobald das geschieht, wird aller Sinn für Moral sterben. Wenn die Moral nicht mehr für wichtig gehalten wird, dann wird die Sünde überhand nehmen. Die Sünde wird sich ausbreiten, eskalieren, bis die Gesellschaft aufhören wird zu funktionieren, und denjenigen, die meiner Kirche, der wahren Kirche, treu bleiben werden, sage ich, es wird ein Anblick des Grauens erlebt werden. Die Menschen werden mit der Sünde prahlen und ihren Mangel an Moral offen zur Schau stellen, und die neue Weltreligion wird diktieren, dass die Sünde euch niemals aufhalten werde oder euch in den Augen Gottes Schaden zufügen werde. Der Gott, auf den sie sich beziehen, ist Satan, aber sie werden euch das niemals sagen. Um mich zu verspotten, werden sie euch den Antichristen präsentieren, der begeistert aufgenommen werden wird, weil er von dem falschen Propheten beklatscht und von ihm vergöttert werden wird. Der Antichrist wird alles tun, was meinen Lehren widerspricht, aber er wird es mit Charisma und Charme tun. Millionen werden ihn vergöttern. Er wird alles sein, was ich nicht bin. Er wird so viele täuschen, dass es für ihn einfach sein wird, Gottes Kinder in Häresie und schreckliche Trostlosigkeit zu führen. Ich bereite euch jetzt auf diesen Tag vor. Es ist für viele von euch sehr schwer, diese Botschaft zu hören, aber sie ist die Wahrheit. Die Wahrheit wird eure Seele vom Tod befreien. Bekämpft die Wahrheit, und nichts Gutes wird aus diesem Tun kommen, nur Verzweiflung. Haltet andere Menschen davon ab, meiner Kirche treu zu bleiben, indem ihr sie anspornt, der Häresie zu folgen, die der Welt zurzeit durch meine Kirche aufgedrängt wird, von innen heraus, und ihr werdet den Löwen vorgeworfen werden. Diejenigen, die die Seelen anderer Menschen gewaltsam zerstören, sehen der größten Strafe durch meine Hand entgegen. Nehmt die Wahrheit an und bereitet euch vor. Folgt mir und ich werde euch sicher zu meinem Königreich führen. Folgt dem Tier, Satan, und er wird euch und jene, die ihr mitbringt, für ewig in die Feuer der Hölle führen. Euer Jesus.